So, hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft Apollo hier wieder auf meinem Kanal. Zu der sechsten Folge, denke ich. Ich glaube, sechste Folge. Ja, willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier. Genau, und wer es euch kennt hier, wie gesagt, falls ihr neu seid, oder falls ihr irgendwie mich noch nicht kennt, hallo, ich bin hier Julian. Ich habe hier auch einen Merch-Shop hier, nämlich Jonas30.shop hier. Hier gibt es das coole Franz-Design hier, ein richtiges Österreicher-Design hier. Hintergrund sieht man nochmal das Design. Und hier sieht man nochmal die Federmäppchen und die guten alten Tassen hier. Wie gesagt, Jonas30.shop hier, wer die haben will. Und hier ein Hoodie für eiskalten Zeiten und ein T-Shirt hier in rotes. Gibt es auch in verschiedenen Farben, blau, grün und gelb, glaube ich. Und hier ist nochmal das Design roh. Wie gesagt, einfach Jonas30.shop hier. Und es gibt, ihr müsst jetzt demnächst hier eigentlich vorbestellen hier. Für Weihnachten, also was jetzt vorbestellen? Einfach bestellen, also zu Weihnachten noch irgendwie, wenn ihr zu Weihnachten zum Beispiel so irgendwas wollt, eine Handyhülle oder irgend sowas, dann müsst ihr unbedingt vorbestellen, weil sonst bekommt ihr das zu Weihnachten nicht mehr. Und das ist richtig dumm nachher, wenn ihr zu Weihnachten nichts bekommt, wenn ihr das halt wolltet. Und ja, wie gesagt, Jonas30.shop hier. Genau. Vorige Folge haben wir nämlich hier, beim Villager-Dorf hier drüben haben wir so ein... Oh, was ist das für ein Vieh? Oder für ein Typ? Haben wir so ein Boss besiegt. Wir haben nachher irgendwie so einen Ring bekommen. Richtig viele Chests hier. Ein Ring Reducer. Ring, Ring, Ring. Wo ist der Ring? Da oben war der Ring. Ja, genau. Wollte jetzt noch schauen hier. Und genau, wir haben das Schwert hier auch bekommen. Das Iron Broadsword. Und ja, richtig viel Case haben wir noch gewonnen. So, jetzt gebe ich das rein. So, ich habe noch... Warte mal, ich muss mal eine Spitzhacke upgraden. Ich mache dann gleich eine Tier-Spitzhacke, denke ich. Ich hoffe, jetzt schreibt ihr nicht in die Kommentare. Ja, Tier-Spitzhacke ist übelst unnötig, aber... Ja, keine Ahnung, es wird schon passen. Soll ich die Spitzhacke... Kann ich hier gleich raus draußen raushauen. So, Essen gebe ich mir auch noch... Nehme ich mir auch noch mit. Und wir haben richtig viel Fleisch bekommen, gell? So, Fleisch, Fleisch. Genau, hier anderes Fleisch haben wir noch... Okay, das heißt, wir könnten ja eigentlich auch noch füttern. Jetzt gebe ich mal die Spitzhacke hier weg. Und, genau, was ist das für ein Vieh? Hallo? Kann ich mit dir handeln? Naturalist, okay. Ich glaube, der macht so Seeds, Matching Maranga Seeds, warte. Okay, er nimmt Damage, okay, nie zum Seeds. Nee, ich brauche keine Seeds. Schreibt in die Kommentare hier, was die Seeds bringen, ich weiß es nämlich nicht. Und, genau, ihr habt gesagt, Flo hat hier die Goldblöcke hier gestohlen. Ich denke, hä, Flo, warum? Warum? Alter, hier hat wirklich... Er hat auch durch Wolle... Wisst ihr was? Ich habe den stärksten Gott, ja? Ich kann einfach zu Flo gehen und sagen, ja, Flo, ich habe den stärksten Gott. Du kannst nichts machen. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder soll ich den Gott irgendwie bitten, dass er irgendwie, irgendwie eine Quest gibt oder so, dass ich Flo sein Haus zerstöre? Okay, vielleicht Haus zerstören ist vielleicht ein bisschen nicht so gut. Aber, hä, was hat der... Der hat einfach Wolle... Der hat einfach meine Goldblöcke gestohlen. Und die Goldblöcke waren nicht mal von mir, sondern vom Gott. Ja, ich finde die Stadt eigentlich richtig cool, gell? Mit Quarz und so. Aber, keine Ahnung, die Goldblöcke... Gold ist eigentlich die Dings, die eigentlich Hauptzutat von dem griechischen Zeus, denke ich. Keine Ahnung. Okay, genau. Ich wollte euch heute hier den guten alten Österreicher Tower oder Schlitztower. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den nennen soll hier. Unbedingt Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie ich den nennen soll. Dann blende ich vielleicht im nächsten Video so mal irgendwie einen Kommentar ein oder lese den vor. Wenn ihr hier irgendwie einen Kommentar schreibt, wie ich den Tower hier nennen soll. Und genau, hier ist schon der Eingang. Wie ihr seht, hier ist es noch relativ, hier, also die Hälfte ist eigentlich zu schon. Und ja, hier ist die Brücke, die ist noch nicht so modern wie der Tower hier. Und ja, genau. Hier habe ich schon mit Dark Oak Wood hier angefangen, also mit dunklem Holz hier. Hier sind auch solche Dings hier, solche Lampen, die nämlich hier das Franz-Design hier da vorne ausleuchten. Und genau, warte, hier habe ich noch ein bisschen Fackeln platziert. Hier oben, da geht es echt nicht wirklich hoch, obwohl ich kann eigentlich hochgehen. Ich gehe jetzt zuerst mal hier hoch. Ich habe ja auch schon so ein Dings, so ein Elevator, so ein Aufzug hier. Und hier ist der Wald noch offen, soll eigentlich bis ganz oben gehen. Und ihr glaubt nicht, wie schön es einfach da oben aussieht, wirklich. Es ist so cool da oben. So, hier ist der Aufzug, hier ist ganz normal Aufzug, kann man hier verwenden. Oh, okay, es geht eh. Ich dachte, es geht gerade nicht. Hier, es wird alles zu, das hier zu, das hier zu. Und hier kommen noch verschiedene Stöcke rein, also keine Angst. Und bisher habe ich noch irgendwie, die Leiter hier irgendwie benutzt. Und die kann man richtig schön raussehen, einfach... Oh, oh nein. oder? Das war nicht mit Absicht, Leute. Okay, wenn ich runterfliege, ist eh Wasser.
Das wollte ich nicht. Oh, oh. Ja, hier kann man noch rausfliegen. Hier sind halt noch keine Fenster. So. ja. Oh, jetzt hätte ich fast meinen Block zerstört. So. Alles taktisch hier. Sollte ich eigentlich gleich noch gleich oben sein. So. Ich kann mich eigentlich hier verbinden. Und das hier abbauen wieder. Das war eigentlich nicht so geplant, dass ich hier rüberkomme. War das so, so, so. So, so, so. Und so, und hier sind Glasscheiben. Jetzt muss ich irgendwie rüberkommen. Oh, okay. Hier habe ich nämlich auch schon Glasscheiben. Und wie toll, ihr könnt nicht sagen, dass es jetzt nicht so cool aussieht. Es sieht einfach mega cool aus hier oben. Hier ist gerade die Plattform. Wenn man hier unten sieht, ist noch das Schräge hier. Und hier irgendein Villager. Ich glaube, der ist unten im Spawn, dem Teil drinnen. Und hier ist Tobs sein Kopf. Hier ist es ihr Kopf, Flo sein Kopf und mein Kopf. Hier das Spawn. Hier hat man richtig coolen Ausblick einfach. Zwar sieht man nicht zu Tobs und zu Flo rüber. Aber, ja, zu Easy zwar auch nicht. Aber ja, ich bin fast gerade runtergeflogen. Und ich habe auch eigentlich noch null Tode hier. Und hier kann ich eigentlich einen Garten anbauen. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch Tipps hier schreiben, was ich hier oben baue. Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Und, ja. Genau, hier habe ich doch die ganzen Materialien hier drinnen. Für das ganze Haus hier. Hier geht noch die Leiter runter. Und hier habe ich noch kein Glas drinnen. Aber hier soll es noch so nach oben gehen. Der Aufzug soll auch noch nach oben gehen, dass hier so ein kleiner Stock noch ist. Und ja, das war es eigentlich mit dem Tower hier. Genau, das wollte ich noch hier runtergehen. Genau, ich habe jetzt einen Hangglider, das heißt, ich kann runterfahren. Obwohl, ich zuerst muss ich noch einen Lift runtergeben. Nicht, dass ich nachher unten bin und irgendwie blöd schaue, weil ich keinen Lift habe. So. So, und der Lift soll nach unten fahren. Jetzt fährt der hoffentlich nach unten hier. So, dann mache ich so. Und gehe hier nochmal nach unten. Weil hier. Doch, das ist der Weg. Hier soll. Kommt man nämlich hier rein in das. Nee, das war nicht der Weg. Ich glaube, der Weg war bei der Treppe hier. So. Baue ich mich auch schnell hier rein. Oh, was bist du? Hallo? Hallo? Bist du freundlich? Oh, oh, oh. Oh, Leute, irgendwelche Villager oder sowas. Oh. Sind die böse? Summons Entity. Okay. Leute, was ist das? Summon Orb. Keine Ahnung, was ein Summon Orb ist. Summon Orb. Kann man es zusammen, ob es ist eine Enderperle? Nee. Kann ich eben mal heben, mal das auf hier. Und ja, dann baue ich das wieder zu hier. Das war noch mein Weg hier, wo ich das noch baut habe. Ich habe mich da immer weiter nach oben bauen. Die sind noch auf Franz sein, wie gesagt. Johannes hat 30 Job. Und so. Könnte ich eigentlich gleich. Ich möchte hier mal runter. Der Hangglider ist aber richtig geil. Ich habe den Offscreen jetzt auch schon getestet hier. Der war richtig cool. Man kann sich auch 360 drehen hier. Ja, so. Ist aber richtig cool. Kann ich auch fliegen. Und, so, dann fliege ich hier wieder mal runter. Aber mein Ding, ich finde, mein Wald einfach ist das schönste überhaupt. Vor allem die Bambus-Dings hier, was ich aus Bambus gecraftet habe hier. Die Bambus-Dings. Die Bambus-Sachen hier. Genau, wie gesagt, hier sind noch Fanarts. Ihr könnt auf twitter.com/jonas3300, wie hier eingeblendet ist. Oder einfach, zweiter Link hier in die Beschreibung. Könnt ihr Fanarts einschicken. Oder einfach Discord, auch in der Beschreibung ist der Link. Und ja, einfach, hat den Link in der Beschreibung, einfach ein Follow da lassen und ja, bei Twitter. So, jetzt wollte ich eigentlich noch schon. Hallo? Okay, er ist anscheinend wieder gekommen, Untertan. Ja, was ist das? Hallo? Leute, warte, ich glaube, das ist eine Statue, oder? Ist das Chiseln Bit? No way, ist das Chiseln Bit, oder? Oh, ist wirklich Chiseln Bit? Oh, lol. Wird hier aufgestellt? Ich glaube, das ist der von Tobs, der Dings. Oh, oh. Ich kann ihn wieder aufstellen, gell? Ich kann einfach zu Tobs hinstellen. Oh, hi, Zeus. Ja, hi, was ist das? Ich denke, er will wieder was zum Essen. Ja, untertan. Ich möchte einen Eingang, ein Eingangsschild für mein Reich. Okay, dann Reich, ein Eingangsschild. Ich glaube, der meint sowas wie Flo drüben hat zu Team Melone, denkst. Jeder soll wissen, dass hier der beste Gott der Welt lebt. Ja, natürlich, du bist der beste Gott der Welt. Noch der stärkste, hoffentlich. Ja, Eingangsschild. Ich denke, der meint sowas am Anfang wie Flo. Die Chest hier. Und das sind die, glaube ich. Ganze Sachen. Hier, okay. Whitewash Bricks. Ich glaube, die Whitewash Bricks, die sind gewaschen oder so. So, okay. Ja, die Chest, keine Ahnung, kannst du wieder mitnehmen oder so. So, also beim Eingang, so ein Dings, meinst du? Ich glaube, ich weiß schon, was meinst. Ich glaube, wir flohen zum Team Melone und zum Pfeil in die Richtung. Sie bräuchten das, irgendwie so. Das ist ein Hühnchen. Hühnchen kann ich eigentlich. Au! Das Hühnchen greift mich an! Ah! Was ist das für ein Hühnchen? Greift mich das Hühnchen an? Greift mich wirklich an?
Hä? Und greift dich das Hühnchen an. Chicken Wings. Ja, Chicken Wings, Chicken Wings. Chicken Wings. Böse. Oh, lol. Chicken Wings. Vielleicht doch kein Chicken Wings. Hier ist ein Chicken Wing, falls du irgendwie zwei Chicken Wings. Ja, Chicken Wings. Genau, hier irgendwie. Sollte das sein? Soll ich sie bauen oder? Oder hier vorne? Ich glaube, da vorne, oder? Ich baue es mal hier einfach. So, jetzt muss ich nur schauen, dass es irgendwie ausgeht. So, warte mal. Ein bisschen Cobblestones, ja? Irgendwie hier drei. Ich glaube, das geht perfekt aus. Irgendwie drei. So. Okay. Ja, genau, so. Noch irgendwie Blöcke oder so. Oh, oh, oh. Falsch platziert. So. Und ich darf kein Cobblestone hier auf den ganz normalen Weg platzieren, weil das ist böse. Okay, aber ich glaube, das geht sich perfekt aus, wenn ich irgendwie zwei Ecken mache oder so. Oh, oh. Oh nein, bug ich hier? Oh, oh. Ich glaube, ich bug hier. Ich bin gerade irgendwo Level Up worden. So. Und so irgendwie, kaum, so, dann noch irgendwie hier zwei drauf oder so. Sieht schon ganz cool aus, eigentlich. Die Blätter nerven mich auch gerade ein bisschen. Irgendwie, was mit den anderen zwei Blöcke, frage ich mich gerade. Warte mal, ich glaube, gibt das, glaube ich, einfach noch ein bisschen weiter hoch. Ich muss die Blätter hier leider zerstören. Was mache ich mit dich? Weiß es nicht. Ich glaube, so passt das eigentlich, glaube ich, schon, oder? Ich denke schon. Keine Ahnung, was mit den anderen zwei Blöcke ist. So, und die kann ich irgendwie nach unten hier zum Verschönern hier einbauen. Irgendwie so. So, und so, und so. Dann sieht es hier noch nice, ganz nice aus hier. Und die anderen Blöcke, glaube ich, einfach oben oder so? Nee, warte, genau, okay, ich weiß, okay, Leute, jetzt weiß ich, wie es geht. So, so, und so, denke ich. Und irgendwie, so, und ich bin irgendwo ganze Zeit Level 3 und ich level up ganze Zeit. Gott, weißt du vielleicht, wie man irgendwie die Quests öffnet oder so? Für Dings, was ist das hier? Keine Ahnung, was ist das, keine Ahnung, was beziehen, einfach mal in die Mitte, oh, oh. Kannst du mir irgendwie, oh, ich habe das falsch platziert. Kannst du mir das irgendwie nochmal geben, schnell, das Dings, ich glaube, es geht eins weiter rüber. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, oder do not enter, ich glaube, die passen. Alright, so. Die Statue kann ich auch noch irgendwo anders platzieren. Hast du es, oder, ja, den Lightning-Dings. Kannst du mir wieder geben, hier irgendwie, das Schild, den, oh, okay, er hat es schon direkt wieder, weil ich habe es irgendwie falsch platziert. Das heißt, ich muss so. Oh ja, das sieht schon cool aus. Sieht auch irgendwie aus wie Elektro-Ding. Aber eigentlich riecht sehr gut. Genau, nice, okay. Okay, die Statue. Keine Ahnung, wo ich die Statue hinbauen kann. Okay, was gibt die mir? Was ist das? Redstone? Ghost Block. Die solltest du in der Zukunft gebrauchen können. Ghost Block. Oh, da ist nochmal 14. Nochmal 7 hier. Was ist das hier? Hallo? Was bist du für Vieh? Macht's Damage? Okay, es macht fast gar keine Damage. Oh, okay, was hat der gedroppt hier? Rusted Iron Ingot. Was kann man mit rostigen Eisen Ingot machen? Okay. So, nee, man kann gar nichts machen mit dem. Ich weiß nicht, was mit... Ich glaube, man kann gar nichts mit dem machen, absolut gar nichts. Ich glaube, das ist einfach nur von dem einen Mod hier. So, ja, Ghost Block. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Ghost Block ist. Ich glaube, das ist einfach ein Block, der nicht existiert, aber so aussieht, als würde er existieren. Ja, das ist jetzt unser Dings hier. Do not enter, das ist richtig cool. So, dann würde ich sagen, gehe ich wieder mal. Starter kann ich irgendwo anders aufstellen. Ich weiß immer noch nicht, was ein Summoner Orb ist. Kann ich irgendwie, keine Ahnung, verkaufen oder ich weiß nicht. Und wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, was ein Summoner Orb ist. Ich glaube, ich könnte eigentlich hier zu Tobs gehen. So, oder hast du noch irgendeine Aufgabe für mich? Oh, eine Sache noch, genau. Ja. So, dann mache ich noch ein Steak. Die Köpfe in der Mitte stören mich. Alle Köpfe oder die Köpfe in der Mitte stören mich, okay. Vor allem dieser Typ mit diesen stinkigen Grinsen. ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Was ist mit ihm? Soll ich irgendwie ganz groß Tubs stinkt draufschreiben oder was soll ich machen? Rasiere Tubs eine Glatze. Warte, was? Rasiere Tubs eine Glatze? Warte mal, ich glaube, der meint das wirklich ernst, oder? Richtig. Warte mal, hast du noch solche Blöcke? Keine Ahnung, was das für Blöcke sind. Kann ich eine richtige Dings? Light Orange Block. Warte mal, ich kann. Hier hast du irgendwie solche Blöcke noch. Weil die hat ja auf der Seite noch irgendwie im Kopf drinnen Dings. Dann kann ich das komplett replacen irgendwie.
So, hast du die Blöcke noch irgendwie ein bisschen mehr? Eine Glatze, das riecht cool. So, dann bereite ich mich schon mal vor hier. Aber Tops hat mir immerhin noch nichts angetan. So wie Flo. Okay, Tops hat schon einen Tod. Ich glaube, ich habe erst null. Ich glaube, ich habe null Tode oder so. Genau, so. Genau, mein Wallet. Ich habe jetzt ein Wallet, by the way. Vorige Folge haben wir das crafted. Ich glaube, ich kaufe mir gleich auch noch. Aber er hat noch die Dings, gell? Ah, oh, hier sind sie. Okay, nice. Ich nehme mal ein Stack hier. So, dann, baue ich mich mal hier irgendwie hoch. Dann baue ich das wieder so. Ich finde es richtig cool, eigentlich, dass Tops eine Katze bekommt. Weil Tops hat schon mal eine Katze bekommen, irgendwo in Flo seine Videos oder so. Das habe ich richtig cool gefunden, einfach weil Tops, der so komisch, Dings war. Aber da Tops noch relativ unbekannt hier, ist von daher. So, ich muss so eine Katze machen und daher muss ich so ein Einhaar, wirklich ein so ein Babyhaar muss ich ihn draufgeben, einfach. So dass er einfach so wie so ein Baby aussieht mit komischen Augen. Sieht eigentlich wirklich nach wie ein Baby aus mit ein Haar drauf. Ich bin echt neugierig, was Tops nachher dran, danach dann sagt. So. So, bam, bam, bam. Und ich denke, ist eh gerade keiner auf dem Server. Und ich, was ist das da vorne? Das ist auch irgendein Typ. Was auch immer der macht hier. So. Eigentlich haben wir es bald. Zumindest die 3D-Schicht haben wir hier bald. Ich glaube, ich mache nachher einfach einen Chest, stelle es in den Kopf rein oder so, vor seinen Kopf. Und sage halt, ja, deine Frisur hat echt schon deine Frisur hat eine Fritteuse, ne, warte mal, Fritteuse. Deine Frisur hat einen Schnitt gebraucht, genau, das schreibe ich hin. So, und dann lege ich einfach, ich lege noch die braunen Blöcke hier wieder rein. Und dann gebe ich ihn, dann kann er das eigentlich wieder selber bauen. Nicht, dass er nachher irgendwie zu mir kommt und irgendwie sagt, ja, ich muss wieder aufbauen, weil er es irgendwie gedingst hat. Weil ich es irgendwie zerstört habe, muss ich wieder aufbauen. So, ich hoffe, ich zerstöre ihn irgendwie nichts drinnen mit den Command-Blocks. Aber ich glaube, das wird schon passen. So, bam, bam. Hier hoch noch. Ich glaube, ich würde mal hier sagen, ich rasiere mal Tops eine komplette Glatze hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt fertig hier mit dem Umgestalten hier von Tops seinen Kopf. Hier oben sitzt schon der Dings, der Gott hier, der Zeus, und schaut sich das an. Ich habe richtig cool, ich habe sogar so Babyhaare rausgemacht, raufgemacht. Und seid ihr ready? Seid ihr ready? Und hier ist er. Es sieht aber das Babyhaar vor allem oben. Das sieht man hier nicht so gut, weil man, wenn ich hier hochgehe. Hier sieht man das Baby-Dings. By the way, hier habe ich schon einen Shop angefangen. Mache ich, glaube ich, nächste Folge oder so. Hier sieht man einfach schon das Babyhaar. Und, ja, hier ist aber richtig cool. Okay, das Babyhaar sieht man nicht ganz. Aber es sieht auch richtig cool aus. Tops hat aber eine komplette Glatze hier. Ich habe noch hier geschrieben. Dings, genau, hier ist Tops in Tode. Und hier geschrieben: Hey, Tops, habe mir gedacht, dass deine Frisur mal einen Schnitt gebrauchen könnte. Hoffe, es gefällt dir. Und ich, genau, ich war so cool und so. Warte mal, hier steht doch Tops stinkt. Ich war so cool, dass ich einfach meinen Namen nicht dazu geschrieben habe. Und das ist dass Tops noch aggressiver wird. Also richtig witzig. Okay, nehme ich noch die paar Blöcke hier, was ich hier abrasiert habe, macht. Sieht aber richtig witzig aus, wenn man hier. Man geht hier ganz normal hier am Spawn. Als wird man gar nichts wissen. Als wird man gar nichts wissen hier. Aber dann dreht man sich auch mal stärker vorhin. Sieht so cool aus, vor allem das Baby her. Ich bin echt gespannt auf Tops Reaktion. Wie gesagt, checkt einfach bei Tops das aus. Falls er irgendwie sowas macht hier. Falls er einen Prank hier irgendwie. Also einen Prank, den Dings hier anschaut. Es sind überall Briegelsteine, wollte ich schon sagen. Ziegelsteine. Der hat, glaube ich, 8 Claims. Ich habe auch ab 8 Chunks claimed. Ich glaube, ich habe den Wallet gerade dabei. Ich glaube, ich nehme mir 2 Dings und claim mir 2 Chunks hier. 2 Chungaridinos. So. Wenn ich schon da bin, eigentlich. Okay, so. Alright. So, jetzt mache ich Chunk kaufen. Und Chunk kaufen. Das heißt, ich habe 10 Chunks. 10 Chunks. Und genau, ihr habt auch in die Kommentare geschrieben hier. Ich soll anscheinend hier unter Flo's Brücke schauen. Ich weiß nicht, ob das. Welche Brücke genau das gemeint ist. Ich glaube, hier ist nichts. Nee. Das muss ich jetzt wieder abbauen. Ich hoffe, das wächst hier wieder das Gras. Die Brücken sind auch eigentlich auch richtig cool aus. Watchflow, noch eine Brücke. Hier sieht auch wieder mein Tower, wie cool der aussieht. Jetzt sieht man das auch richtig cool, vor allem mit dem Aufzug hier, mit den Aufzugslöcher hier. Also die Aufzugsfenster. Hier war, glaube ich, Flo's Dungeon, denke ich. Weil jeder hat, glaube ich, einen Dungeon gehabt. Genau, hier das Schild habe ich gemeint. Sieht richtig cool aus. Ich denke, das soll seine Brücke sein. Ich weiß nicht, was hier unter der Brücke ist. Was steht hier? War der ehrlich jetzt? Das ist alles? Ihr habt so viele Kommentare geschrieben. Schau unter Flo's Brücke. Und hier stehen auch
Top stinkt, okay. Hashtag Top stinkt, ja, wie gesagt, Hashtag Top stinkt, okay. Ich hab's verstanden. Ich könnte eigentlich, was könnte ich machen? Ich könnte eigentlich hier The Flo, den Dings auf, hinbauen hier. Ich weiß nicht, was Flo hier eigentlich gemacht hat. Bei ihm drüben, okay. Wisst ihr was? Ich bin so, warte mal. Könnt ihr mitten am Weg das einfach bauen, warte. Könnt ihr auch so machen, so, und das einfach hier mitten am Weg bauen. So, dass das Gras von hier nach hier und wieder nach hier bauen, dingsen soll. Wir flohen mir, ich weiß nicht, ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, was ich hier als Rache nehmen soll, hier bei Tobs. Bei Tobs sag ich schon, bei Flo. Weil die haben den ganzen Goldblöcke gestohlen, was nicht nett ist von denen. Goldblöcke sind echt viel wert gewesen und eigentlich habe ich die von Gott gekriegt, ja. Weil der Turm sieht irgendwie nice aus. Ich muss irgendwie beim Wasser hier unten noch irgendwie, das nicht so kantig aussieht, irgendwas verschönern. Und ich habe gerade kein Essen mehr. So. Weiß immer noch nicht, was das Summoner Orb ist. Könnt ihr auch unbedingt in die Kommentare schreiben. So. Alright. So. Hier ist auch noch so ein kleiner Shop hier oder sowas. Wie gesagt, Shop brauche ich, glaube ich, nächste Folge oder sowas, denke ich. Weil es gibt auch so ein richtig cooles Item schon. Das sieht auch richtig cool aus bei mir, wenn jetzt steht Do Not Enter auch. Und hier, das Dings. Die ganzen, Dings hier, die ganzen Steine sind auch richtig cool aus hier. So, ich finde den Weg, ich muss den Weg ganz sicher auch noch cooler machen. Wie gesagt, hier, wenn man den ganzen Fanarts schon sieht, der ganze Weg könnte mit Fanarts voll sein. Also wie gesagt, einfach Fanarts auf Twitter oder auf Discord senden. Twitter-Link ist in der Beschreibung, zweiter Link in der Beschreibung. Einfach twitter.com/julianos3300, wie hier eingeblendet gerade. Und ja, dann einfach hier vorbeischauen, mich markieren, ja, am Bild. Und ja, dann... Das würde mich hier freuen und, hallo, wer bist du? Hallo? Metalloid. Jade. Ist Jade gut? Jade. Rosit. Gold, Dings, Saphir. Silber, Dings. Verkauft ihr richtig viel? Jade. Hör mal, kann ich da Profit machen? Nee, für 8 kauft man Jade und das Jade kann man wieder für 4 verkaufen. Okay, das ist nicht gut. Jade, wir machen, ups, was hab ich jetzt gemacht? Whoops, bin ich hier gerade auf F11 angekommen, was natürlich Fullscreen ist und dann ist mein OBS-Dings, mein Aufnahmeprogramm hier verrutscht hier. Ich weiß nicht, was Dings hier ist. Summoner Orb, Summoner Hammoner Orb, Summoner Orb. Genau, so, genau, jetzt kann ich auch mal hier einlagern. Jetzt kann ich gleich meine Junks hier claimen, Redino, so. So, die wurden Ex, ich glaube, die habe ich irgendwo gedroppt bekommen hier. Die wurden Ex, oh, er ist gerade gekommen, lol. Die wurden untertan, ja, wurden Ex, ich weiß nicht, wo ich hier habe. Ja, was ist denn, Untertan? Hallo? Willst du wieder essen? Du hast mir eine Axt geklaut? Warte mal, welche Axt? Warte mal. Guten Ex. Meinst du die hier? Ich denke schon, oder? Ja, genau die. Okay, ja, nimm die Axt wieder. Okay. Alles klar, ja, wie gesagt, die Axt geklaut. Also, ich glaube, der veräppelt mich ja auch schon. Der ist so stark, dass der immer die Axt in mein. Oh, wo bin ich hier? Der nimmt dann auf die Axt, gibt sie in mein Inventar rein und nachher, keine Ahnung, der steckt mir irgendwie in die Hosentasche von hinten rein oder so und wie so ein Taschendieb oder so und behauptet nachher seine. Ah, ich weiß selber nicht. Ich kenne mich selber nicht mehr aus. Hier ist noch der Tote vom Eye Repairing Head. Genau, so. Eye Pairing habe ich gerade gelesen, so. Und Summoner Orb, keine Ahnung, was das macht, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau. Quest, Ghost Block. Ghost Block. Ich glaube, ich gebe den hier irgendwie, hier rein. Ich weiß nicht, noch gar nicht, was Izzy gebaut hat. Ich kann, Izzy habe ich noch gar nicht getroffen, auch hier in Apollo. Könnt doch ein Like da lassen hier und bei Izzy schreiben und bei mir schreiben. Oh, das irgendwie, dass wir ein Video gemeinsam machen sollen. Ob wir das überhaupt machen sollen. Und, genau, bei ganzen Quests, ich habe hier jetzt die ganzen Quests hier bei der Wooden Box. Also, ich habe hier so eine Chest gemacht, die ganzen, ganzen Questboxen gebe ich dir nachher rein. Nachher mache ich irgendwann ein ultimatives Käse bringen und öffne das alles hier. Weil, wie gesagt, wir haben auch hier irgendwo schon einen Bogen bekommen, denke ich. Bogen? Wo ist der Bogen? Ich denke, Bogen ist irgendwo in der anderen Chest. Ja, wie gesagt, hier, ja. Dann würde ich jetzt auch sagen, das war's hier für die Folge. Hier, wie gesagt, Jonas hat Job für die coolen, Designs hier, für ein cooles Fahrzeugdesign. Wie gesagt, einfach Jonas30.job. Und hier gibt es auch richtig coole T-Shirts. In allen möglichen Farben: blau, grün, gelb. Und die Hose ist auch in schwarz, grün, alles mögliche in blauen Farben. Ich habe ja auch den Hoodie schon in blau in Relive. Das ist auch richtig cool. Ich glaube, den habe ich auch in der Folge von Samstag hier gezeigt. Also die Folge von vorigen Samstag. Und ja, das war richtig cool. Da habe ich auch so ein Adventure mit Flo und so gespielt. Wie gesagt, einfach auschecken hier.
Und ja, gibt's auch richtig coole Tasten, Fedemäppchen und ja, ich würde sagen, ihr müsst auch selber hier, also ihr müsst auch, nicht selber, ihr müsst auch selbst hier bestellen jetzt, wenn ihr noch irgendwas zu Weihnachten wollt, weil sonst kommt das nicht zu Weihnachten, daher seid ihr traurig und das will ich nicht, dass ihr traurig seid. Und ja, lieber zuerst bestellen und nachher happy sein, als nicht erst zu spät bestellen und nachher nicht happy sein. Versteht ihr? Wie gesagt, du hast auch 30-Punkt-Shop und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da und abonniert mich unbedingt, aktiviert die Glocke, dass ihr Apollo nicht mehr verpasst hier. Und ja, dann würde ich sagen, kommentiert nochmal hier, was für ein Ding sich hier, was ich hier am Tower noch verbessern kann. Oder was hier das Summoner Orb ist, keine Ahnung, was es ist. Und genau, da würde ich sagen, ja, das Punkt Job hier. Und ja, lasst ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke und ciao!